Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Odyssey im Auftrag des Königs in der Version 2.5. Hello everyone and welcome to another part of Odyssey in Order of the King. This sound is really frightening me. Ah, there's another monster rat. Okay. Ignite the light. There is gold lying in here. Very good. Ich hoffe, die Laternen bleiben auch an. Für ein paar Tage. I hope that these lanterns will be lit if I sleep a few days. Oh, this is not looking good. Okay. Save again. Save my soul. Kundschafter. I'm an explorer now. Oh shit. An orc. So, ich habe wieder eingeladen. I just load the last position. Before the orc came up to me and killed me. Also der Orc hat mich an dieser Stelle kaputt gemacht. Und wie wir sehen, sind die Lampen nicht mehr an. Also raus aus dieser Gefahrenzone. Get out the cave. It's too dangerous in there. Okay, let's go to another direction. Gehen wir mal woanders hin, wo es noch einfache Biester gibt. Zum Beispiel Scavenger. Bloß die hier, die kommen alle auf einen zu. Das ist nicht so schön. Da habe ich keine Chance. I got no chance. Ah, yeah. Maybe we should examine this. What's this? Wild Hornets? Hohoho! Okay. Are there beasts around this crypta? Ah, yeah. Scavies. Okay, I guess I can beat them. And a wolf. Okay. Let's go up for it. A dead one. Oh, there. Oh. Naja, da hinten ist der Wolf. Behind this crypta is the big wolf who killed me. Maybe I can kill other beasts here. For example, these scavies again. Okay. And so far. Und so weiter und so weiter. Schauen wir mal, was es hier am Strand so alles gibt. Oh oh. Auf jeden Fall Sachen zum Aufsammeln. Fisch, Muscheln. There's something on the shore. Okay, let's collect it. Ich
Ich höre einen Mole Rat. I can hear a Mole Rat. Oh, 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 oh. Yeah, there he is. Okay. Oh, two of them. Uh-oh. Oh, come. Jesus, this was really close. Okay. Oh, yeah. Maybe I can. There's another mole rat. I'm leveling up now by killing this mole rat. I hope so. Great. Great, great, great. Okay. Another one. Yeah. Okay, there he is. I hope the last one on this shore. Ich hoffe, das ist der letzte, der am Strand ist. Perfekt. Okay. Es ist Zeit, wieder in die Burg zu... Nein, Quatsch. Es ist Zeit, etwas zu essen. Time to eat something. And then we can learn how to rip off lurker skin. Ah, where is Klaus? Here is Klaus. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? This thing here. Die Haut von einem Lurker kannst du am besten abkriegen, wenn du die Bauchnaht entlang einmal anschneidest, die Hinterläufe des Tieres anreißt und so die Haut in einem Stück von hinten nach vorne abziehst. Okay. I take only this one. Ich nehme nur das, weil die anderen, wie zum Beispiel Akrobatik, mir auch sehr wichtig sind, die mir Hints beibringen kann. Okay, I spare some points because... There are acrobatics I have to learn and some other things. Now we're going back to the castle and learn something about arrows. Warte mal, Roland. Gehst du mal ins Dorf oder vielleicht auch in den Wald? Wieso fragst du? Weil ich dich sonst um etwas bitten würde. Um was geht es denn? Wie du ja weißt, wird der alte Wachturm oberhalb der Krypta nicht mehr von uns genutzt. Ich weiß, das Ding wurde bestimmt schon mehrere Jahre nicht mehr von uns betreten. Trotzdem ist fast jede Nacht irgendein Lichtschein auf dem Turm wahrzunehmen. Seltsam, nicht wahr? Vielleicht hält sich ja Klaus dort auf, wenn er im Wald jagen geht. Daran hatte ich auch schon gedacht. Ich habe ihn daher schon gefragt, als ich letztes Mal im Dorf war. Er sagte mir, dass er den alten Turm schon seit Ewigkeiten nicht mehr betreten hat. Und sonst kenne ich keinen, der noch in Betracht kommt. Wer mag das nur sein, der sich ständig da aufhält? Ein Geist wird es ja wohl nicht gerade sein. Ich kann mir ja den Turm ansehen. Kann sein, dass du tagsüber keinen Erfolg haben wirst. Ich habe den Lichtschein frühestens um Mitternacht wahrgenommen. Aber gleichgültig, wann du dem Turm einen Besuch abstatten willst. Pass bloß auf dich auf, klar? Uiuiuiui. Also, beim alten Turm in der Krypta... Bei der Krypta ist nachts immer so ein komisches Licht. He told that at the old tower at the Krypta is a weird strange light at midnight. Oh, it was a rhyme. And look at this. Oh, this is sunshine. Another rhyme. Okay. My Schmiedchen ist weg. I want to learn how to build arrows. Ich möchte ganz gerne Pfeile lernen und die wollte ich ganz gerne bei meinem Schmiedchen... mal diesen König. Ja, Wenzel ist gut. Wollte ich mal ganz gerne lernen. Aber dann werden wir mal eine Runde pennen. Das hätte ich auch selber wissen können. Und gehen zu unserem Bettchen. Denn da habe ich einen Tipp bekommen.
going to the bed now because I heard some rumors. A Pressebrief. A blackmail letter. Okay. Let's read what's written in this blackmail letter. Hey Roland, erst eine fragwürdige Blitzkarriere hinlegen und dann hier verduften wollen. Sag Marbot, dass du darauf verzichtest, bei Lord Baldwin anzuheuern. Falls nicht, werden wir in der Burg ein Dutzend Zettel verteilen, über die du dich bestimmt nicht freuen wirst. Wir warnen dich nur einmal. Ja, das ist natürlich, this is really a blackmail. I should not leave the island. If I will do it, then a lot of blackmail letters will be spread in this castle. It's a very dramatic thing here, I guess. So now I'm going to my anvil. Oops. Also zurück zum Schmied. Ist der überhaupt um die Zeit da? Is he there at this time? Not again. Okay, I guess that he is upstairs. Ich glaube, dass er oben ist. Ey, guck mal. Guck mal hier, da wo mein Bogenende ist hier. Zack. Also die obere Bogenspitze. Da wird mein Schatten drauf geworfen. Wie geil ist das denn? Das ist dem DX-Renderer zu verdanken. Hier nochmal, das haben wir ja alles noch gar nicht gesehen vorher. Ja, wie kommt das? Der neue DX11-Renderer ist da. Haha. Bald wird er da sein. Die 17.7. Ja. So, I hope that my... Ja, Theodore is in this... room living. He is living in this room, but I can't see him anymore. And by the way, there he is. Hi, Theodore. Show me how to. Show me how to make some arrows. Yes, it's enough points. Zeige mir, wie ich Pfeile herstellen kann. Gut, ich werde dir erstmal zeigen, wie du gewöhnliche Pfeile herstellen kannst. Die üblichen Pfeile bestehen aus Pfeilschaft, Befiederung und geschmiedeter Spitze aus Metall. Daneben können Pfeilspitzen auch aus anderen Materialien gefertigt sein oder andere Formen haben. Die Pfeilspitzen aus Metall werden aus Eisen geschmiedet und nicht gehärtet, damit sie beim Aufprall nicht abbrechen. Hierfür kann ich dir gerne einige meiner Eisenrohlinge verkaufen. Zur Schäftung gibt es zwei Typen, nämlich Spitzen mit Angel und Spitzen mit Hülle. Spitzen mit Angel sind leichter zu schmieden, werden in das Pfeilende eingesetzt und mit Pech verklebt. Danach wird das Pfeilende mit Band oder Draht umwickelt und auch mit Pech verklebt. Bei Spitzen mit Hülle wird das Pfeilende in die Hülle eingepasst und dann mit Pech verklebt. Die Pfeilschäfte werden meist aus Eschen oder Birkenholz hergestellt. Die Befiederung hingegen dient immer dazu, den Pfeilflug zu stabilisieren. In der Regel werden die Schäfte mit zwei oder drei Federn befiedert, die am Ende des Schafts angebracht werden. Am häufigsten werden Scavenger-Federn für die Federung verwendet. Aber auch Raben- oder Harpien-Federn werden schon mal benutzt. Okay. Now we know how to build arrow peaks. Yes. Standing in my list. It's very important to sleep now because it's very, very, very dark. But at first I have to look. If there's something to collect. Ah, did I already open this? No, I have to crack this one. His, I guess, right? Yes, 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 yes. Oh, 55 gold. Okie dokie. Is there a bed? Yes. This? Oh, take it. It's really dark. Ah, yes. Funny. And there's Theodore again. Okay. Let's go downstairs. La 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 la. And, oh well, it's too high. Get out the other side.
Da 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 da. Huh? Was hier? Hä? Habt ihr das auch gesehen? Was war da? War da was? Moment, was war denn da? Das muss ich mir im Schnitt angucken. Okay, also. Jetzt können wir endlich Pfeile herstellen. Wie klasse ist das denn? Okay. But first, we have to put some iron into the fire and let it glow. Very good. Womit denn? Okay, that's it. And up to the anvil, and we can Pfeilspitzen schmieden. 120. That's good. Maybe more? Yes. Are there more? Womit denn? Perfekt. Jetzt gucken wir erstmal nach, wie viele Pfeilspitzen wir eigentlich haben. Wir haben 20 Pfeilschäfte. Also 480 Pfeilspitzen. So, dann gehen wir zur Bergbank. We're going up now to our Bastel-Thing hier. Quatsch. Pfeile bearbeiten. Amulette schmieden. Pfeile bearbeiten, okay. 10 Pfeile herstellen. Okay. Okay. Okay, jetzt kann ich nichts mehr machen. So. I have to look how many arrows do we have. I have up there, up there, up there, up there. Come on, come on. Feuerpfeil. 21 normale Pfeile. Yes. Und Baumstämme? Ich brauche ja noch Baumstämme. Ja. Three wooden tree things here to make slices of wood. And then I can make the arrow. The arrow thing there. So, down to Gorky Park, wollte ich gerade sagen. Nein. Zack. Machen wir eine Abkürzung hier. So. Ups. Jump. Weil wir haben ja noch das Lurker-Problem. There are many lurkers I have to defeat. And I know that I have to hack. I have to prepare some things. Okay. Come on. Ist ein bisschen schwierig hier immer. Okay, jetzt haben wir alle Baumstämme gesägt. In Scheiben. Now let's hack the wood. Oh. Yep. Okay. Now back to the Burg. Back to the castle. But at first we have to eat something mysterious, like Blaufleder. Okidoki. Ja, ich weiß, Mana-Verschwendung. I know this is wasting mana. But what should it be? I have to make arrows now. And then I can kill the lurker.
for the Lurker problem that Marbot said. Muss ja die Lurker noch alle vernichten. Sodele, jetzt können wir wenigstens ordentlich Pfeile herstellen. Gucken wir nochmal nach, wie viele Pfeilschäfte wir jetzt haben. Ah ja, da. 164 Pfeilschäfte. Ach, das ist doch wunderbar. 320 Federn. Da haben wir erstmal einen schönen Vorrat an Pfeilen. 100 Pfeile. Na, das ist ja klasse. Das braucht man jetzt nicht immer wieder zu wiederholen. Okay, nochmal. Ja, und dann nochmal 10 Pfeile. Kann ich noch was machen? Nochmal. Ach so, okay. Muss ich das in 10er Schritten machen? First 100 and then in steps of 10. I can make my arrows. Not 50 or something? Okay, that's it. Goody. Safe and sound. Safe and sound. Lurker problem. I have to look how many... five learning points I have left, but at first we can go up to Hinz and learn Acrobatics. Also jetzt gehen wir zu Hinz hoch und lernen Akrobatik. So, Dille. Da kannst du eh nichts dran ändern. Hinz und Kunst. Das hat er doch vorher gewusst. Kunst, Hinz. Oh, five. Okay. Bringe mir Akrobatik bei. Gerne. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst, dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern. Das war's im Grunde schon. Du musst nur noch üben. Viel Glück. Perfekt. Now I can jump more, farther, farther, further, farther, 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 farther. Sorry, I'm a little bit crazy right now because I have something funny in my life. So, jetzt gehen wir wieder zurück ins Dörfchen. Das heißt, wo ist denn jetzt wieder hier Mana-Kram? Lebensenergiebonus. Lebensenergiebonus. Ja, hier. So, Dorf. Dorf. Yes. Perfekt. Lass uns mal einen richtigen Bogen nehmen. Den haben wir ja. Den nehmen wir wieder ab. Und dann nehmen wir wieder an und nehmen einen normalen Pfeil. So, dann schauen wir mal, ob wir ein paar Lurker erledigen können. Ach ja, ich kann ja hier jumpen jetzt. Ich kann ja hier weit springen. Okay. There are Lurkers. But at first I will climb on the roof here. Uh-oh. And take my bow. Yeah. Shit. I don't even hit one. No. Shit. Die Adanos-Lurker sind mir eigentlich noch zu viel zu schwierig. Und ich bin hier oben. Ah, guck mal. Alter, der kommt mir nach. Das geht gar nicht. Nee, dann muss ich zum Strand wieder rüber. Das bringt nichts. Da bin ich noch zu schwach zu. Oder ich hab zu wenig Geschick oder einen schlechteren Bogen. No, I have to take another choice. Go up to mess up the scavengers at Klaus. Okay, hier sind wir also. Wieder bei Klaus. Dann schauen wir noch, ob wir leichtes Getier erlegen können.
Maybe. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Wo? Where? Oh. Oh, there. Wo feuert er hin? In which direction is he shooting now? Okay, them. Oh, weia. Aha. Ah, yeah. There's one. Then kill him. Jesus Christ. So, nochmal. Aus einer Strandperspektive. Come on. Ich komme nicht so schnell weg hier. Und tschüss. Perfekt. Supi, nochmal ein bisschen was füttern. Die Brote und die Fische zum Beispiel. Speisung einer Person. Was haben wir denn hier? Weißer Rum. Soll ich die mal trinken? Genau. Was haben wir? Wacholder? Ne, da werde ich zu. Du nicht. Schmeckt saftig und frisch. Okay. Aha, hier gibt es für Äpfel auch wieder lustige Einstellungen. Dieser Spiel überrascht mich immer und immer wieder. Und das ist gut so. So, noch ein bisschen locken. Frohlocket. Also die alle hier einzeln rauszulocken. To turn them out here all. For each. And to beat them. It's very hard. Also die hier immer einzeln rauszuholen, das ist sehr, sehr anstrengend. Zumal ich ja noch nicht so viel Kraft und Geschick habe. Das kann man hier auch sehen. Nur 30-30 und dann fehlen mir noch ein paar Pünktchen für den nächsten Level. Da muss ich mir überlegen, was ich denn an... Vielleicht sollte ich mal speichern. Was ich denn dann als nächstes lerne. Okay, versuchen wir es mal mit zweien. Vielleicht schaffen wir das auch. Das könnte zu schaffen sein. Immer im richtigen Moment zuhauen. Das haben wir schließlich alle von Hau zu gelernt. Zuhauen von Hau zu. Schön. Okay, weiter geht's. So, jetzt haben wir so ein bisschen dezimiert. Jetzt sind es noch zwei an der Stelle. Und erst... Oh. Ach, oder so. Geht auch. Oh, mal ein bisschen gucken. Na, ah, der hat mich doch gehackt. He's still attacking me. Aha. Very good. Sehr, sehr gut. Na komm. Oh, Wolves. A Cave of Wolves. Lustig, dieser Sound. Ja. Hackst du hier nicht rum? So. Mal ein bisschen hier Kräuter looten. Das kann ich alles später machen. Ich habe nämlich hier noch ein Molerad gesehen. Oh, da ist er ja. Oh, der macht aber auch Schaden. Okay, bisschen Mammenvieh machen. Was nehmen wir denn mal? Mal gucken. Ah, ich weiß nicht. Nur noch zwei Äpfel. Brot. Bisschen Fisch.
Ausgewogene Ernährung ist ja wichtig. Oh, hier rohes Fleisch schmeckt aber nur, wenn man es als Carpaccio serviert. Okay. Thank you.